Jo Leute, was geht ab? Ich hoffe, euch geht es gut. Heute sind wir hier wieder bei Infinitas zu Gast und zwar um diesen lautesten M4 der Welt zu fahren, der nebenbei auch noch 700 PS hat. So natürlich 900 Newtonmeter. 900 Newtonmeter. Nikolai ist natürlich auch dahin, muss ich natürlich berichtigen. Das Drehmoment ist natürlich auch sehr wichtig. Richtig. Was ich hier auch sehe, Nikolai, so ein schönes T-Shirt hast du da an. Das T-Shirt, das gibt es unten in der ersten... Warte, nochmal. Das T-Shirt gibt es unten in der Videobeschreibung im ersten Link zu erhalten, wenn ihr auch Bock habt für Friday vor Ladedruck. Ich würde mal sagen, der Werbeprofi ist am Start. Aber jetzt kommen wir endlich mal zum Auto, dem lautesten M4 der Welt. Was habt ihr da alles gemacht? Warum ist er so laut? Einmal die drei Fs natürlich, ne? Kennst du? Die drei Fs? Ja. Ja klar, ich denke mal, jeder Tuning-Freund von euch kennt die. Fahrwerk, Folie und Felgen. Genau, Felgen sind sogar ganz neu. Von den Felgen, die sind ganz neu, da ist ja hier der Anfahrschutz drauf. Der ist dafür... Dass wenn so Influencer, YouTuber wie du da sind und die angefahren werden. Ja genau, als ob ich jetzt die Felgen hier anfahren würde. Also hast du extra wegen mir drauf gemacht? Richtig, ja, ja, also wirklich. Hab ich. Aber was denkt der nur von mir? Und da sind wir noch am überlegen, ob wir die in schwarz machen sollen, Infinitas Orange oder so lassen wollen. Also, ich weiß nicht ganz. Was meinst du? Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich vielleicht schwarz passt vielleicht am besten zum Auto. Ihr könnt ja, wenn ihr wollt, mal hier oben einfach abstimmen. Weil ihr seht ja, das ganze Auto ist immer in dem Infinitas-Orange und so die ganzen schwarzen Akzenten und noch ein bisschen Carbon. Und die Felgen sind ja auch in diesem Seidenmatt-Schwarz. Und ich glaube, dass... Also entweder Orange oder Matt-Schwarz, würde ich sagen. Aber so lassen, glaube ich nicht, oder? Nee, also ich glaube auch nicht. Ich bin eher auch bei dem Orange. Das kommt, glaube ich, am besten. Ja, aber jetzt mal zu den wichtigsten Sachen. Genau, zur Leistung. Und Sound, ja? Ja, Sound sollen wir erstmal reinhören. Bin ich mal gespannt. Agrarovic-Anlage war es, ne? Ja. Also okay, im Stand hört man schon, ne? Ja, der Sound, der hört sich aber schon mal ganz vielversprechend an, aber unter Last ist das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Geschichte, oder? Auf jeden Fall. Vielversprechend, ich würde sagen, Schlüssel. Darf ich mal runterfahren? Liegen doch schon drin. Ach, liegen schon drin, dann würde ich ja sagen. Bitte pass auf, ne? Das ist eine neue Cup 2 drauf. Das könnte ein bisschen rutschig sein. Dass du da ein bisschen vorsichtig fährst und nicht zu viel Profil abreibst. Ja, wir reiben nicht so viel Profil ab, wir sind ganz vorsichtig. Perfekt, danke. Also mach's gut, ne? Bis später. Boah, der Nikolai, der wird mich umbringen. Ich würde mal sagen, jetzt gibt's für euch noch ein bisschen mehr Sound. Ich sag euch ganz ehrlich, ich bin hier noch nie einen M4 gefahren. Ich werde jetzt erst durch Infinitas, komme ich erst in die ganze BMW-Welt rein und es ist echt richtig geil. Und dann gibt mir Nikolai direkt so ein 700 PS M4, so deren größte Ausbaustufe für das Auto, was einfach nur krank ist. Und ihr habt es ja gehört, also das Auto ist so laut. Ich gebe euch jetzt mal kurz einen Soundcheck, weil dieses Geknalle, das ist einfach nur, ich schalte mal runter. Ich sage euch eins, nach dieser EQC-Erfahrung mit Elektro, ey, da braucht man sowas einfach wieder, wirklich. Wenn man autobegeistert ist. Boah, das Ding ist so brutal, ich sehe einfach nur die Traktionskontrolle blinken, die müssen wir gleich mal hier ausmachen. Boah, 700 PS, 900 Newtonmeter, natürlich Upgrade-Lader verbaut, andere Downpipes, komplette Agrarovic-Abgasanlage. Und ich kann euch noch eins sagen. So ein M4 macht schon Spaß, aber ich muss echt sagen, wir haben jetzt auch einen extrem getunten. Aber man merkt so richtig, wenn man der Kurve ein bisschen zu viel Gas gibt, minimal zu viel Gaswiderstellung, heißt direkt im Umkehrschluss, weil wir ein
Turbomotor haben, dass er direkt viel mehr Leistung und viel mehr Drehmoment gibt. Deswegen, man muss hier echt aufpassen. Für einen unerfahrenen Fahrer ist ein M4, glaube ich, nicht so das Beste. Und ein mit 700 PS natürlich ist er noch schlechter quasi. Boah, dieser Schub, der da kommt nach 4, das ist einfach nochmal brutal, ey. Ja. Boah, wieder hier eine Kurve, wieder aufpassen, weil sonst kommt gleich Heck raus. Zum Glück haben wir gute Reifen. Die sind noch gut, sag ich, die sind wirklich noch gut. ihr seht, ich bin völlig einfach nur begeistert. Und damit ihr mal nachvollziehen könnt, wie schnell wirklich 700 PS in einem M4 sind, würde ich sagen, wir fahren jetzt mal auf die Autobahn und dann, boah, und dann messen wir mal das Ding und dann gucken wir mal so, was die Ursache, weil ich sage euch ganz ehrlich, bei 700 PS in einem M4. So, Freunde, nach zigtausend Kilometern Baustelle mal wieder sind wir endlich auf der Autobahn angekommen. Ich bin mal richtig gespannt, wie der gleich performt. Bei 700 PS, 900 Newtonmeter, Gewicht ist gar nicht mal so hoch von dem Fahrzeug. Ich mache natürlich jetzt erstmal schnell noch die Klimaanlage hier aus. Wir haben 25,5 Grad Außentemperatur, ist jetzt nicht optimal für so einen Turbomotor, aber wir probieren es dann durch sagen einfach mal aus. Und wir schalten runter. Das Sound, Bruder. Ah, dritter Gang und... Das ist ja so krank geil! Oh, da ist mir sofort süchtig, ey. Das ist. Wie schnell waren wir eigentlich? Wir haben 207,15 Sekunden. Okay, das probieren wir nochmal. Das geht, glaube ich, besser. So, Freunde, das Problem war gerade, glaube ich, einfach nur, ich habe die Traktionskontrolle nicht ausgemacht. Aber bei so getunten Autos, da regelt die immer böse rein, weil die ist ja nicht für diese Leistung gedacht. Wir treten jetzt mal voll rein. Und los geht's! Ey, Freunde, es ist echt krank, was die Traktionskontrolle ausmacht bei getunten Autos. Gebt euch das mal. Wir haben jetzt 5,76 Sekunden geschafft. Und hier kommt schon wieder Baustelle. Dementsprechend würde ich mal sagen, wir sehen uns dann gleich wieder bei Infinitas. Und ich hoffe, ich bekomme nicht zu einem großen Anschiss für das mit den Reifen von Nikolai. 20 Minuten später. So, Freunde, ich habe jetzt den M4 hier. Ja, hallo Nikolai, ich bring dir den guten M4 wieder. Hat richtig Bock gemacht. Vor allem 5,7 Sekunden, 100, 200. Das ist krank. Das ist sowas Krankes, bin ich noch nie gefahren. Das erste Mal, dass ich so ein schönes Auto fahre, muss ich schon zugeben. Und hat alles gepasst? Läuft ja, gut? Ja, läuft gut. Also, macht richtig Bock. Macht richtig Bock, vor allem. Hey, was hast du hier mit dem Rad? Ich würde sagen, es war's im heutigen Video. Checkt auf jeden Fall. Was ist los? Was hast du da gemacht? Ich habe die Reifen eingefahren, weißt du doch. So gesagt. Ja, und wie gesagt, hier im Merch-Shop, wenn ihr auch hier, das Video heute war ja ganz im Namen des Fridays for Ladedruck mit diesem schönen M4 mit ganz viel Boost. Sauber machen können. Hey, wir fahren gleich noch die Waschanlage, alles gut. Dann checkt auf jeden Fall nochmal in Instagram in der Beschreibung ganz oben aus. Da habt ihr von dem ganzen Spaß hier schon ein bisschen früher was mitbekommen. Und schaut auf jeden Fall auch mal bei Infinitas vorbei, weil der Nikola ist dann vielleicht nicht ganz so böse auf mich. Also, und schau mal hier. Schaut euch auf jeden Fall mal deren Instagram an, okay? Und lasst den Follow da. Siehst du das? Ja, ich sehe das. Ja. Ich würde sagen, das war's im heutigen Video. Und auf jeden Fall abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen, wenn ihr öfter sowas sehen wollt. Und ciao. Hoffentlich nicht bis bald.